So, und da sind wir wieder zurück bei God of War. Und ich habe, wie jedes Mal, wenn ich eine Pause mache zwischen den Folgen, ist natürlich immer noch ein Live-Let's Play. Für alle, die auf YouTube gucken und wenn Spenden und Subs reinkommen und so, das ist das Übliche. So, folgendes: Klinge, Rune, Stufe 4, Megativ. Hier, Leviathan-Axt, Stufe 5, Megativ. Unsere Rüstungen bei 7, 7 plus 7. Hier, Talisman auf Stufe 8. Da muss was gehen. Das heißt, wir müssen die Story weiterspielen, um. Zaggi. Noch einmal zum Horn! Um zu gucken, was Sache ist. Stand der Dinge war, im Inneren der Schlange müsste das Auge sein, theoretisch. Ja, komm. Komm, Boy. Hallo. Sie schläft da so friedlich, ne? Glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Na joch. Ja? Kein Problem. Alter Schwede, man darf ich mal ganz kurz hier. Von da hat man keine Sicht. Atreus, komm her! Ob das ein gutes Ende nimmt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nö. Es sagt auch nein. Scheiße. Okay. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man recht. Das wirkt irgendwie nicht so wie Wasser hier. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert, damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Also was ist das? Sind das Geschwüre oder ist das Stein? Ja, gut, Stein sein, oder?
Sprichstände machen ach, gut von der Bestie. So super. Fermentiertes er sagt's gerade. Du bist echt schräg. Was ist denn da im Wasser? Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Nö. Ja. Das ist Magensäure, oder nicht? Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Da, der Hammer. Und da drüben. Ich habe so kein gutes Gefühl dabei. Also wenn man im Innern schleust. Da drüben. Sehr muskulös das Ding. Okay. Wäre das bloß näher? Was denn? Ach so, scheiße. Ich kann es hoch. Ich muss es hochtrimmen. Ich muss es hochschmeißen. Mit der Axt. Ich hab's gesehen. Ja. Ich frage mich, ob es noch Wesen gibt, die hier im Bauch überlebt haben. Ich meine, so in der Theorie, oder? Wenn ich es jetzt loslasse, müsste ich theoretisch rüberkommen, oder? Eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Symbol der Standhaftigkeit. Es wäre mir ehrlich gesagt viel lieber, wenn ich mal diese Frost- und Feuersachen kriege, damit ich meine Waffen upgraden kann. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Das glaube ich dir. Ja, das müssen wir vorne wieder raus, oder was? Ich weiß nicht warum. Ich wäre irgendwie schon echt gerne ans Ende geschwommen. Ist das schräg? Irgendwie schon, oder? Irgendwie bin ich schon ein bisschen schräg. Das ist so in die Seite. Irgendwie. Wie ist das, Mimir? Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim.
Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere... Der Götter, ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, weißt du. Das sind Gegenstände von Alfheim. Das sind auch Sachen von Alfheim. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genau. Ist nicht gut. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya. Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar,
Du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Ja! Nein, Atreus. Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Er hat den Splitter erwischt. Ich wusste es. Was ist das? Dein Tod. Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Lebt der Riese oder steuert sie den Riesen? Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Jetzt umso befriedigender sein. Oh, wie wohl!
Nein! Nein! Okay, ich kann mit der Axt nicht mehr durch. Ich brauche Feuer. Holy shit. Verdammt. Verdammt. Einfach. Bam! Ja, er ist jetzt. Jetzt ist er Feuer. Verdammte Axt nochmal. Ich muss auf Blitze wechseln für die Verkettung. Scheiße, eins. Alter Mann! Nein! Ja, du kannst wieder was fühlen! Wir wissen Bescheid! So fucking schnell, Mann!
Mutter, ich töte dich. Was? Ey, Mann, die Familie ist ja kaputt. Sind alle kaputt. Ah, ich muss auch hoch. Okay. Wow. Atreus! Oh, shit. Du bleibst weg von meinem Sohn. Ihr müsst das nicht tun. Da! Halte ihn auf! Es gab schon genug Leid. Sei still, Mutter. Scheiße. So lebendig. Ironisch, oder? Was? Warum sterbt ihr nicht? Die gleiche Frage könnte ich ihm auch stellen. Verdammte Scheiße nochmal. Weil dein Sohn irre ist. Ich hatte gehofft, es passiert was, wenn ich nichts mache. Beißt ihm voll in den Kopf. Holy shit. Komm schon. Tu es. Tu es. Halt. Bitte. Er ist besiegt, Vater.
Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Süßer Sohn! Nein. Jetzt haben wir ein Problem. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige.
Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe.